Spieltag 29 in der Bundesliga steht an mit den Partien Hannover gegen Bremen, Köln gegen Mainz, Freiburg gegen Wolfsburg, Gladbach gegen Hertha, Augsburg gegen Bayern und Hamburg gegen Schalke. Sonntag dann noch Dortmund gegen Stuttgart und Frankfurt gegen Hoffenheim. Montagabend beenden Leipzig und Leverkusen den 29. Spieltag. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen, ebenso wie eine positive Bewertung oder ein Abo. Ansonsten jetzt viel Spaß mit der Bundesliga-Prognose. Los geht's mit Hannover gegen Werder. Hannover 96 erlitt eine bittere Nachricht, als der Videoassistent das 3:3, das so hoch emotionale Ausgleichstor gegen Leipzig zurücknahm. Heute sollte es allerdings nichtsdestotrotz gegen starke Werderaner zu Hause mal wieder zu einem Sieg reichen. Die Gäste allerdings reisen mit einem 2:1 gegen starke Frankfurter an, was auch durchaus einen Schritt weiter in Richtung Klassenerhalt gehen sollte für den SVW. Dementsprechend mutig traten sie hier auf und selbstbewusst starteten sie in die Partie. Das ist Max Kruse, das geht zu einfach gegen Marvin Bakalorz. Max Kruse, so schnell geht's, 0:1, 11. Spielminute. 7. Saisontor für Max Kruse, der Captain trifft. Und so war der Freitagabend schon früh von einem Tor gesegnet. Die erste wirkliche Torchance der Partie führte direkt zum Treffer. Kruse und Schauner, die kennen sich noch aus St. Paulianer Zeiten. Hier überlistet der Stürmer den herauseilenden Schauner allerdings mit Leichtigkeit in Bravour eines Top-Stürmers. Vor der Pause dann die Chance zum 2:0. Junuzovic nach Vorlage von Max Kruse, ganz knapp scheitert er da vor dem 0:2. Und dann Aufregung. Hannover tat sich schwer in der ersten Halbzeit. Dann bekamen sie allerdings einen Strafstoß. Delaney tritt da Schwegler hinten in die Hacke. Durchaus nachvollziehbare Entscheidung. Füllkrug, Ausgleich. 44. Spielminute. Hannover war aus dem Nichts wieder da. Die Niedersachsen mit einer schwachen Heimpartie im Gegensatz zum noch letzten Heimauftritt gegen Leipzig war heute wenig zu sehen von dem, was sie da streckenweise boten. Nichtsdestotrotz, so waren sie vor der Pause direkt wieder in der Partie. Niklas Füllkrug, der ja das 3:3 erzielt hatte, das vermeintliche Ausgleichstor eben. Jetzt zählt der Treffer, Pavlenka ist ohne Chance. Zweiter Durchgang. Schauner mit dem missglückten Abstoß. Direkt Johansson in die Füße und dann Max Kruse dreht sich einmal um Sané. Der erste Abschluss im zweiten Durchgang. Allerdings fehlte da noch einiges zum Erfolg. Schauner muss nicht eingreifen, sieht, dass der Ball ans Außennetz geht. 20 Minuten jetzt noch zu gehen. Rashica mittlerweile eingewechselt, bringt den Ball auf die rechte Seite. Theodor Gebrselassie bringt den Ball rein und Thomas Delaney trifft wieder nur das Außennetz. Das, was ich im ersten Durchgang schon angedeutet hatte, zog sich hier weiterhin durch. Werder Bremen, die klar spielbestimmende Mannschaft. Hannover auf dem Weg nach vorne, mal was zu versuchen offensiv. Allerdings rannten sie dann in einen Konter. Kruse bringt den Ball zu Johansson auf die linke Seite. Der bringt ihn rein. Milot Rashica, 1:2. Der hochverdiente Führungstreffer erneut für die Gäste. Der Mann aus dem Kosovo macht hier den Führungstreffer. Schön rausgespielt, guter Konter. Ohne große Umschweife kommt dann der Ball zu Rashica in die Mitte. Der ist zu frei aus Scholl, er kommt nicht mehr hinterher. War beim Konter mit nach vorne gegangen und dem fehlen dann die paar Meter. Aber Hannover kam dann nochmal, wollte hier zumindest einen Punkt mitnehmen, was man über weite Teile des Spiels nicht wirklich sehen konnte. Und dann kriegt Füllkrug den Ball und das ist ein eiskalter Torjäger. 2:2, 88. Spielminute. Wie aus dem Nichts, wie schon im ersten Durchgang, der Ausgleich. Und Niklas Füllkrug, dem ist hier wirklich einiges zu verdanken auf Hannoveraner Seiten. Ansonsten hätte Werder Bremen dieses Spiel mit Leichtigkeit gewonnen. Schwegler bringt den Ball auf Füllkrug, der nimmt den Ball gut mit. Und Vejkovic kommt dann zu spät. Für Pavlenka keine Chance. Hannover 96 rettet sich im Endeffekt also schmeichelhaft einen Punkt gegen deutlich stärkere Werderaner, die im Endeffekt mit diesem Punkt leben müssen. Allerdings auch damit einen Punkt noch weiter in Richtung Klassenerhalt
gekommen sind. Die 6:0-Packung vom 1. FC Köln gegen Hoffenheim war schon ein deutlicher Rückschlag. Nach dem Derby-Sieg vor der Länderspielpause gegen Leverkusen kam eine Euphorie auf und die wurde nach dem 6:0 in Sinsheim eben wieder weggewischt. Nichtsdestotrotz jetzt im direkten Duell gegen den 1. FSV Mainz 05, der nur 0:0 gegen Gladbach spielen konnte, allerdings eine vernünftige Leistung an den Tag legte, sollte es jetzt klappen. Allerdings kamen die Gäste deutlich besser in die Partie. Danny Latzer bringt den Ball nochmal aus dem Strafraum zu Gibamé. Die sind gut im Zusammenspiel. Gibamé nimmt sich den Schuss Horn vor die Füße von Levin Öztunali. 0:1. Sechste Spielminute. Der frühe Rückstand für Köln. Und das erste Saisontor erst für Levin Öztunali. Eine von Verletzung geprägte Saison beim Rechtsaußen der Mainzer. Wird jetzt hier erstmal einigermaßen vergessen gemacht. Horn ist da keinen Vorwurf zu machen. Der bringt den Ball durch seine Parade schon sehr weit nach außen. Aber aus spitzem Winkel ist dann Öztunali kalt genug, hält den Fuß hin. Hector kommt einen Schritt zu spät. Also Nackenschlag für Köln und damit mussten sie erstmal umgehen. Und die Mainzer waren von dem 0:1 durchaus motiviert. Pablo de Blase schon im Strafraum, bringt den Ball dann nicht in die Mitte, sondern macht selber. Dominik Heinz hält den Fuß rein und verhindert den Torschuss. Nichtsdestotrotz, den hätte vermutlich Timo Horn auch gehalten. Eine Viertelstunde jetzt gespielt, dann kam auch mal Köln nach vorne. Leonardo Bittencourt auf Terodde. Simon Terodde, der erste Abschluss auf das Gehäuse von René Adler. Allerdings kein Problem für den alten und neuen Rückhalt im Mainzer Tor. Simon Terodde dann nach 21 Minuten mit der Vorlage auf Frisse, aber auch da war noch keine hundertprozentige Torschance dabei. Dementsprechend weiterhin 0:1. Eine halbe Stunde jetzt gespielt, Mainz war wieder etwas offensiver jetzt zu finden. Emil Bergren bringt den Ball nach außen zu Levin Öztunali, der wird nicht richtig angegangen. Eine Körpertäuschung, Bergren 0:2. Mainz schlug dann auch eiskalt zu, wenn sie es konnten. Emil Bergren erhöht auf 2:0 und die Kölner Fans wurden jetzt ein wenig ungemütlich. Der Gästeblock war natürlich zufrieden. Allerdings wird Hector da zu leicht ausgetanzt. Dominik Marot hat Pech, dass er das Bein nicht mehr zwischen die Hereingabe gestellt bekommt und Bergren ist dann zu frei. Vor der Pause allerdings nochmal Köln. Das 1:2 wäre sicherlich vor dem Seitenwechsel ein wichtiges Zeichen, aber auch hier ist Adler wieder zur Stelle. Dann war Pause 0:2, eine Riesenaufgabe für Köln im zweiten Durchgang. Und die brauchte auch ein bisschen die zweite Halbzeit, um in Fahrt zu kommen. Marcel Risse nach 62 Minuten mit dem ersten sehenswerten Torschuss im zweiten Durchgang. Mainz baute sich jetzt hinten ein. Ein 0:2 möchte man in Köln nicht mehr aus der Hand geben und René Adler trug seinen Teil dazu bei. Allerdings wurde Köln deutlich stärker. 69. Spielminute. Hector von der rechten Seite und dann wieder zu harmlos. Bittencourt, Adler, so viele Bälle wie der heute halten konnte, sicherlich Genugtuung und besonders schön fürs Selbstbewusstsein, nachdem er in den vergangenen Wochen immer mal wieder Patzer drinne hatte. Allerdings hätte auch Mainz durchaus noch die Möglichkeit zum 0:3 gehabt. Danny Latzer allerdings nur ans Außennetz. Allerdings lief die Zeit auch dann den Kölnern davon. 10 Minuten noch zu gehen. Holtmann, das geht zu einfach. Latzer auf Quaison. Allerdings nicht mehr das 0:3. Nichtsdestotrotz, der erste FSV Mainz 05 zieht verdient als Sieger vom Platz, erhöht den Abstand auf die direkten Abstiegsränge verdient und der erste FC Köln muss sich wohl damit abfinden, die allerletzte Möglichkeit gegen den ersten FSV Mainz 05 nochmal dichter ranzukommen an Platz 16 vergeben zu haben. Zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg liegen in der Tabelle lediglich 4 Punkte, also ein Auswärtssieg würde die Wölfe auf 1 Punkt an die Gastgeber heranbringen. Gefühlstechnisch allerdings liegen da deutlich mehrere Welten zwischen. Freiburg sehr zufrieden mit der Saison, nichtsdestotrotz das 2:0 in Gelsenkirchen und die Umstände schmerzen natürlich tief. Wolfsburg allerdings nach dem schwachen 0:0
bei formschwachen Herthanern auch in der Pflicht, jetzt endlich mal unter Bruno Labbadia den ersten Sieg zu holen. Und sie starteten gar nicht schlecht in die Partie. Bruno Labbadia auch immer für seine Ruhe und seine Contenance bekannt. Und so bekamen sie dann die erste Möglichkeit, Di Mata nach 9 Spielminuten auf Vorlage von Camacho. Das erste Mal Schwolo in der Verantwortung. Allerdings kein größeres Problem. Aber der nächste Angriff folgte auf dem Fuß. Der nächste Abschluss, Steffen. Und wieder Schwolo zur Stelle, hält den linken Fuß raus. Und nach 11 Minuten hätte der VfL durchaus schon führen können. Allerdings die ganz hundertprozentige Torchance blieb bis dato noch aus. Der SC Freiburg konzentrierte sich erstmal auf eine stabile Verteidigung. Und dann kamen sie mal zu Nadelstichen. 26. Spielminute ist das. Sierro, Höhler, Haberer, Petersen muss ja vertreten werden. Dafür Kleindienst auf dem Feld in der Spitze alleine. Scheitert hier allerdings am Fuß von Kuhn Castils. Allerdings nochmal vor der Pause der Sportclub. Lukas Höhler auf Sierro. Der kann den Ball zu Kleindienst bringen. Der dreht sich um Knoche. 1-0 für Freiburg. Erstes Saisontor für Tim Kleindienst. Und was für ein wichtiges und zu was für einem perfekten Zeitpunkt. Unmittelbar vor dem Seitenwechsel geht der Sportclub in Führung. Das geht zu einfach. Ein zu großes Loch in der Mitte. Knoche verpasst es dann, den Fuß reinzustellen. Kleindienst macht das auch geschickt und überlistet dann aus kurzer Distanz mit einem wuchtigen Schuss Kuhn Castils. Zweiter Durchgang allerdings. Wolfsburg übernahm direkt das Zepter. Wohl von Bruno Labbadia eine gute Ansage bekommen. 51 Minuten jetzt gespielt. Maxi Arnold mit der ersten Möglichkeit. Der senkt sich noch gefährlich, allerdings sein rechter Fuß nicht der starke. Das sieht man auch in dieser Situation. Sie wurden allerdings gefährlicher. Jetzt knapp eine Stunde gespielt. Osimhen mit der Flanke und dann ist da Steffen mit dem Kopfballversuch in die lange Ecke. Gegen die Laufrichtung allerdings scheitert er auch knapp. Das 1:1 eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Wann würde Wolfsburg den verdienten Ausgleichstreffer erzielen können? Basoer auf die Davi. Fantastischer Abschluss, aber auch tolle Reaktion von Alexander Schwolo im Tor. Der Freiburger wurde hier mehr und mehr unter Beschuss genommen. Und die nächste Möglichkeit folgte auf dem Fuß. Von der linken Seite. Eckstoß, Knoche, dann Origi. Und was macht der denn da? Erstklasse Tat von Schwolo. Dann nochmal mit Glück an den Pfosten. Und dann ist Origi konfusiert, dass er den Ball direkt nochmal bekommt. Jetzt 10 Minuten noch zum Ende. Hin und langsam wurde die Zeit eben knapper und die Beine noch etwas aufgeregter und wackeliger. Die letzte Möglichkeit von Victor Osimhen also auch vergeben. Der VfL Wolfsburg belohnt sich nicht für eine starke Partie, besonders in der zweiten Halbzeit. Und der Lucky Punch direkt vor der Pause von Tim Kleindienst reicht dem Sportclub zum so wichtigen Dreier im Kampf gegen den Abstieg. Und Wolfsburg steht jetzt nach dem Sieg von Mainz in Köln auf Platz 16. Im Borussia-Park traten Gladbach und Hertha an. Zwei Teams, die am vergangenen Spieltag jeweils mit 0:0 vom Platz zogen und beide damit sicherlich nicht sonderlich zufrieden waren. Die Gladbacher in Mainz natürlich eigentlich leicht favorisiert gewesen und auch in der Pflicht, 3 Punkte mitzunehmen. Und zu Hause die Herthaner gegen die Wolfsburger in einem schwachen Samstagabendspiel, ebenfalls torlos, 0:0, symptomatisch für die Spielzeit der beiden Teams. Gladbach startete in diese Partie allerdings besser. Hermann ist das, der sich drehen kann, und der erste Abschluss. Rune Jahrstein ist allerdings zur Stelle, schmeißt sich auf den Ball, begräbt ihn unter sich. Dann kam Hertha das erste Mal gefährlich nach vorne. Salomon Kalou auf Wladimir Darida. Kalou mit der Flanke, Lecky 0:1. Der erste Torschuss bringt den ersten Treffer für die Gäste. 5. Saisontor für den Australier. Und damit die frühe Führung für die Hauptstädter. Gladbach war bedient, machte in der Anfangsphase definitiv mehr für den Führungstreffer. Aber so schnell geht das dann. Gute Flanke von Kalou auf den ersten Pfosten. Und dann ist Lecky eben zur Stelle. Hämmert den Ball rein. Keine Chance für
Jan Sommer. Aber Gladbach raffte sich sofort auf und kam zur nächsten Möglichkeit. Raphael, gute Körpertäuschung auf Hazard, dann Wendt. Der Linksfuß mit dem Abschluss testet Jahrstein. In der Wiederholung sehen wir gute Tat vom Berliner Hintermann. Der Ball allerdings wäre auch rübergegangen. Geht er allerdings auf Nummer sicher. Jetzt eine Viertelstunde gespielt. Hertha kam mehr und mehr über Konter zu Möglichkeiten. Salomon Kalou testet Jan Sommer im kurzen Eck. Ist er allerdings zur Stelle der Schweizer. Kein Problem für ihn, den zu parieren. Nichtsdestotrotz eine Möglichkeit, die durchaus nennenswert war, denn viel kam von der Hertha ansonsten nicht. Aber sie führten ja auch. Gladbach rannte diesem 0:1 hinterher und Hermann vergibt hier die nächste fantastische Möglichkeit. Völlig freigespielt von Cuisance. Das muss der Ausgleich sein. Aber vor der Pause nochmal Gladbach. Hazard auf Cuisance. Unfassbar, was die für Möglichkeiten liegen lassen. Aber auch unglaublich, was die Hertha hier aufs Feld brachte. Völlig offen stehend gegen so offensiv starke Gladbacher. Und die nächste Möglichkeit nochmal vor der Pause. Raphael. Und wieder ist es Jahrstein, der zur Stelle ist. Der bis dato beste Mann auf dem Platz. Und Gladbach wahrscheinlich selber verwirrt, wie es hier noch weiterhin 0:1 stehen konnte. Und ein ähnliches Bild in der zweiten Halbzeit. Hazard auf Hoffmann. Er bringt den Ball auf Hermann. Jahrstein und dann Weiser. Was macht der denn da? Mitchell Weiser, unglaubliche Aktion und symptomatisch für diese Partie. Gladbach bringt es selber nicht zustande, den Ball über die Linie zu bringen. Weiser will den irgendwie rausköpfen, kriegt den Ball auf die Schulter und von da fällt der Ball ins eigene Tor. Was für eine Slapstick-Einlage. Und dann die Gladbacher weiterhin motiviert, hier direkt einen nachzulegen. Raphael auf Stindl, Stindl, Jahrstein, Plattenhardt nach Gelbsperre zurück. Klärt das Leder dann aus der Gefahrenzone. Anschließender Eckstoß, Stindl, wieder Plattenhardt. Die Gladbacher nach wie vor schafften es nicht, den Ball über die Linie zu bringen. Glück, dass Weiser eben dieses 1:1 selber erzielte. Raphael Latte und dann kam eben noch das Pech dazu. Jahrstein wäre ohne Chance gewesen. Und weiterhin nur die Gladbacher. Es waren nur noch 10 Minuten zu spielen. Das 2:1 war sowas von überfällig, aber es stand weiterhin der Punkt für Hertha auf der Anzeigentafel. Nächster Schuss, Laszlo Benes eingewechselt. Jahrstein im kurzen Eck und dann die 90. Minute. Hertha das einzige Mal wirklich nach vorne unterwegs im zweiten Durchgang und fast noch der Führungstreffer von Wladimir Darida setzt sich hier gegen Hermann durch, aber das wäre auch viel zu viel des Guten gewesen. Gladbach muss sich ärgern, hier nicht 3 Punkte mitgenommen zu haben und die Hertha trotz des Eigentors von Mitchell Weiser werden sie mit diesem einen Punkt sehr zufrieden sein können. Der FC Augsburg konnte mit dem 0:0 in Leverkusen einen Achtungserfolg landen, aber alle Achtung sollte man auch haben vor dem Gast aus München, das 6:0 gegen Dortmund, eine Machtdemonstration sondergleichen. Nichtsdestotrotz, die Augsburger in der Vergangenheit durchaus mal als kleine Bayern-Ärgerer bekannt gewesen. Nichtsdestotrotz war klar, gegen Bayern geht es darum, eine stabile Defensive zu beweisen. In dieser Phase der Saison besonders. Alaba mit dem Eckstoß, die erste Möglichkeit. Jerome Boateng nach 11 Minuten mit dem Kopfball an den Pfosten. Eigentlich schien hier die Schienen klar verlegt gewesen zu sein. Aber auch Augsburg kam dann mal nach vorne. Viertelstunde knapp gespielt. Gregoritsch über die rechte Seite. Kann sich da gut durchsetzen. Das geht ein bisschen zu einfach. Bringt den Ball auf Heller in die Mitte. Kuh an den Pfosten und dann Kajubi steht völlig frei. 1:0 für die Augsburger. Der Außenseiter führt, weil irgendwie Kajubi der Ball vor die Füße fällt. Da war eine Verkettung von unglücklichen Umständen für verantwortlich. Nichtsdestotrotz, der Führungstreffer war da. Kuh mit dem Abschluss trifft Rafinha. Von da prallt der Ball gegen den Pfosten und dann direkt vor die Füße von Kajubi. Also 1:0 für die Fuggerstädter. Fantastischer Start und Bayern braucht ein bisschen, um das erstmal zu verarbeiten. Martinez dann aber mit der Vorlage auf Robben. Letztendlich legt Lewandowski ab. 32 Minuten gespielt. Klar war Bayern hier die bessere Mannschaft. Mit den deutlich mehr Torabschlüssen
auf dem Papier. Nichtsdestotrotz, es stand 1:0 für Augsburg und Bayern musste da erstmal gegen an. David Alaba aber dann nochmal mit der Vorlage vor der Pause. Thomas Müller scheitert allerdings an Schulter und Kinn von Marvin Hitz. Weiter Durchgang, auch Augsburg meldete sich mal wieder nach vorne. Marco Richter mit dem Abschluss, allerdings Ulreich. Ein wichtiger und stabiler Rückhalt, auch wenn der Ball hier sicherlich am Tor vorbeigegangen wäre. Bayern aber dann wieder mit dem Zepter in der Hand im zweiten Durchgang. Müller auf Franck Ribéry. Allerdings erstmal Hitz in die Arme. Die Bayern kamen noch nicht so richtig in Bundesliga-Stimmung. Dafür sorgte eine stabile Augsburger Defensive. Allerdings ganz zu verhindern sind die Bayern eben nicht. Lewandowski 69 Minuten gespielt. Allerdings, wenn sie dann mal zum Abschluss kamen, war Marvin Hitz zur Stelle. Starker Rückhalt vom Schweizer für die Elf von Manuel Baum. Und dann lief die Zeit langsam davon. Die Münchner immer wieder mit Abschlüssen, aber auch immer wieder scheiterten sie an Marvin Hitz. Franck Ribéry aus zu spitzem Winkel. Zur Ecke geklärt der Ball. Diese brachte dann nichts ein. Jetzt 10 Minuten knapp noch zu gehen. Wann würde das Tor fallen für den FC Bayern? Das war nur noch eine Frage eben der Zeit, die allerdings für Augsburg lief. Und Kimmich, der hier mal wieder an Hitz scheiterte. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Kimmich bringt den Ball auf die Außen. David Alaba auf Jerome Boateng. Wieder Alaba, Lewandowski, Robben völlig frei. Lucky Punch, 1:1, 94. Spielminute. Und mit Lucky Punch ist dieser Ausgleichstreffer eigentlich völlig falsch beschrieben. Denn das war nicht Lucky, das war eigentlich nur die logische Konsequenz von dieser Überlegenheit im zweiten Durchgang. Arjen Robben behält dann natürlich die Coolness und rettet zumindest das 1:1 für den FC Bayern München. Verdient eigentlich kein Ausdruck dafür. Augsburg nichtsdestotrotz, mit diesem Punkt können sie sicherlich gut leben. Die zwischenzeitliche Führung des HSV in Stuttgart konnte sie für kurze Zeit auf 4 Punkte an Platz 16 heranholen, kam dann allerdings durch den Ausgleichstreffer von Ginczek vor der Pause wieder auf dem Boden der Tatsachen an. 7 Punkte stehen jetzt weiterhin auf der Tabelle, Rückstand auf Platz 16 und den so rettenden Relegationsplatz, insbesondere für den HSV. Schalke allerdings nicht irgendeine Mannschaft, sondern der Tabellenzweite, der am konstantesten in dieser Saison nach dem FC Bayern München performen kann. Und so starteten sie hier auch gut in die Partie. Leon Goretzka über die rechte Seite mit der Flanke. Erstes dickes Ausrufezeichen. Franco Di Santo trifft nur Aluminium. Also klar war hier, irgendwie muss der HSV lange die Null halten und dann vielleicht über glückliche Umstände zum 1:0 kommen. So sah es allerdings nicht aus. Das möchte der FC Schalke 04 nicht mit sich machen lassen. Bastian Oczypka vergibt hier noch das 0:1. Aber sie näherten sich an und dann irgendwann musste der Verteidigungsknäuel des HSV zusammenbrechen. Und in der 25. Spielminute war es dann auch soweit. Daniel Caligiuri mit dem 0:1 hochverdient. Keine halbe Stunde gespielt und nichtsdestotrotz die Feldüberlegenheit war deutlich zu groß, um das für den HSV weiterhin positiv zu gestalten, beziehungsweise um den FC Schalke 04 vom Treffer abzuhalten. Jetzt war es soweit. Caligiuri, der auch schon das 1:0 gegen Freiburg per Strafstoß erzielt hatte, auch hier mit dem so wichtigen Führungstreffer. Vor der Pause kam der HSV dann mal nach einem Eckstoß. Erstmal Caligiuri auf der Linie und dann versucht nochmal Waldschmidt den Abschluss, bleibt allerdings auch im Endeffekt in der Verteidigung hängen. Bisschen sinnbildlich, der FC Schalke 04 schmeißt sich mit allem rein, was er hat, was man eigentlich von einem Team auf Platz 18 im Kampf um den Klassenerhalt erwarten würde. Und zweiter Durchgang startete gut für Schalke und traumatisch für den HSV. Bastian Oczypka, erstes Saisontor. Und dieses 0:2 wirkte schon so ein bisschen wie die Vorentscheidung. Auch wenn noch lange Zeit zu spielen war, der HSV, er weckte nicht den Anschein, als würden sie hier in der Lage sein, zwei
beziehungsweise 3 Tore zu erzielen, denn selbst ein Punkt wäre hier ja zu wenig. Tolle Übersicht von Bentaleb. Sakai geht da nicht mit, Van Drongelen kommt zu spät. Und Julian Pollersbeck ist alleine gelassen und gegen diesen wuchtigen Schuss chancenlos. Eine Stunde jetzt knapp gespielt, der FC Schalke 04 machte weiterhin die Partie und es hätte noch deutlich schlimmer für den HSV kommen können. Breel Donald Embolo scheitert hier am herauseilenden Julian Pollersbeck, der das gut macht, den Winkel verkürzt und das 0:3 verhindert. Allerdings war das nur Ergebnis Kosmetik. Der HSV kam schlicht und ergreifend kaum nach vorne. Harit ist das mit dem Abschluss aus dem Netz. Mit 0:2 der HSV noch gut bedient an diesem Samstagabend. Ein Topspiel, das nicht unbedingt diesen Namen verdient hatte, denn es machte eigentlich nur eine Mannschaft die Partie. Der HSV kam zu spät aus dem Tiefschlaf heraus. Wir sind schon in der 88. Spielminute. Jan Fiete ab mit der besten Möglichkeit der Partie für den HSV. Auch das eigentlich sinnbildlich, wenn das in der 88. Minute beim Spielstand von 0:2 passiert. Der HSV schlittert weiter in Richtung Liga 2, wie er hofft. Für den FC Schalke 04 geht es weiter in der Siegesserie und im Kampf um Platz 2 sieht es für Schalke gut aus. Der HSV allerdings, der Abstieg dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Der BVB musste nach dem 0:6 in München mal wieder etwas tun. Für die Fans wie auch für die direkte Champions League Qualifikation. Es sollte im 4-4-2 rangehen oder im 4-2-3-1. Einige Umstellungen dabei. Beim VfB Stuttgart konnte man nach dem 1:1 gegen Hamburg auf den da fehlenden Back wieder zurückgreifen und dementsprechend die Elf von Taifun Korkut gut drauf und positiv gestimmt für diese Partie. Denn sie verfolgen in dieser Saison insgeheim zumindest noch das Ziel Europa League. 4 Punkte Rückstand auf Platz 7. Und dieses Ziel, was der VfB verfolgt, das möchte der BVB verhindern. Sie wollen direkt in die Champions League, das ist klar. Und sie kam nach 9 Minuten zum ersten guten Abschluss. Ron-Robert Zieler allerdings verhindert den frühen Gegentreffer. Und die anschließende Aktion, Dortmund gut aufgelegt, schöne Passstaffetten, Weigel auf Philipp, der legt sich den Ball ein bisschen zu weit vor. Eine gute Auftaktphase und dann folgte ein ganz, ganz grausiger Teil im ersten Durchgang, der in der 42. Minute unterbrochen wurde. Maximilian Philipp aus dem Nichts dann der Führungstreffer für den BVB und das war klar. Unter Peter Stöger ist man in Dortmund nur auf Ergebnisse aus und bis dato sollte es damit ja ganz gut klappen. Das 6:0 wies natürlich in München einige Schwächen auf, allerdings die Bilanz unter Stöger ist ja nicht schlecht. Ergebnistechnisch sieht das ganz gut aus, bis auf diesen Ausreißer in München stehen da viele Punkte auf dem Papier und auch hier war es keine schöne Partie für die Zuschauer, für die Fans. Die Tabelle allerdings dankte es dem BVB. Dann kam aber Stuttgart nochmal vor der Pause. Einige gewonnene Kopfballduelle im Mittelfeld und dann waren sie plötzlich da. Erik Tommy im 16er mit dem Abschluss. Aber Bürki bekommt den Ball in die Arme. Und dann war Pause, ein schwacher erster Durchgang. Der BVB führte allerdings und konnte damit zufrieden sein. Zumindest eben, was das Ergebnis angeht. Im zweiten Durchgang brauchte es dann wieder einige Zeit, bis es zur ersten Möglichkeit kam. Moderhut nach 65 Minuten testet Ron-Robert Zieler, der Stärkste auf dem Feld bei den Gästen. Der VfB fand hier gar nicht in die Partie an diesem Samstagnachmittag. Der anschließende Eckstoß, Götze Batshuayi, der gegen Bayern gar kein Land gesehen hat. Hier trifft er nur das Außennetz. Das zweite Tor würde hier klar den entscheidenden Beitrag zum Erfolg sicherlich beitragen und dann eine Viertelstunde vor dem Schluss kam der BVB zur nächsten guten Möglichkeit. Mario Götze, schöne Vorlage, Pulisic, der Deckel auf der Partie war drauf. 78. Spielminute, der BVB scheint sich nach dem 6:0 einigermaßen erholt zu haben, macht hier den Deckel drauf gegen Stuttgarter, die unter Taifun Korkut wohl
das bis jetzt schlechteste Spiel ablieferten. Ein über weite Teile einschläferndes Fußballspiel, vielleicht der Wetterumschwung dafür verantwortlich. Allerdings möchte das sicherlich kein Fußballtrainer als Rechtfertigung nehmen. Stuttgart kam dann vor dem Ende aber nochmal zur Möglichkeit, den Anschlusstreffer zu erzielen. Gomez allerdings scheitert am Knie von Akanji. Und damit verhindert der Schweizer den Anschlusstreffer. Dortmund gewinnt in einer über weite Teile wirklich langweiligen Partie 2:0. Sichert sich damit die gute Möglichkeit auf Platz 3 hinter Schalke in der Tabelle. Und Stuttgart wird sich wohl im Tabellenmittelfeld am Ende der Saison wiederfinden. Die Eintracht aus Frankfurt hatte nach dem 28. Spieltag nur noch 3 Punkte Vorsprung auf Hoffenheim, die auf Platz 7 stehen und mit dem deutlich besseren Torverhältnis mit einem Sieg gegen diese 11 von Frankfurt und Niko Kovac sogar auf Tabellenplatz 6 vorziehen konnte. Nichtsdestotrotz, die Frankfurter in einer überragenden Saison mussten sich eben noch stärkeren Bremern am vergangenen Sonntag im Weserstadion geschlagen geben. Sie starteten hier allerdings gut in die Partie an diesem Sonntagabend. De Guzman mit der Flanke, die erste Möglichkeit, Da Costa an den Pfosten. Hier ist es einzig und allein das Pech, das den Führungstreffer, den frühen für Frankfurt, verhindert. Dann kam Hoffenheim im Gegenzug zum Konter. Uth mit der Reingabe. Allerdings ist Russland zur Stelle, grätscht das Leder gut übers Tor und verhindert den Konter-Gegentreffer. 22. Minute dann kam Hoffenheim nach einem Abschluss von Baumann auf einmal zu dieser Situation. Grilic schlägt den Ball nach außen. Andrej Kramaric, wunderbare Hereingabe. Serge Gnabry, 0:1. 8. Saisontor, wunderbares Spiel gemacht gegen die Kölner beim 6:0 am vergangenen Samstag. Macht hier den Führungstreffer. Die Hoffenheimer kamen gut über die Seiten. Erarbeiten sich immer wieder Möglichkeiten nach flachen, scharfen Hereingaben hinter die Abwehrkette. Und dann war Gnabry hier eben zur Stelle. Da Costa kam zu spät. Wir gehen in den zweiten Durchgang und dann kam auf Frankfurt zu einer Möglichkeit. Und zu was für einer? Schauen Sie sich das an. Hübner haut hier Haller weg. Keine Frage. Klarer Strafstoß und Sebastian Haller mit der Möglichkeit auszugleichen. Früh im zweiten Durchgang. Haller mit etwas Glück macht er das auch. 52. Spielminute, 9. Saisontor für den Franzosen. Markiert damit den Ausgleich, der bis jetzt etwas schmeichelhaft daherkam. Nichtsdestotrotz, so wie Hübner da reingeht, muss er sich nicht wundern. Baumann hat die Ecke, kommt aber nicht mehr rechtzeitig runter. Sieht ein bisschen unglücklich aus. Allerdings scheint er sich da etwas verspekuliert zu haben und dadurch der Ausgleich für Frankfurt geebnet. Stunde jetzt gespielt, viel passierte nicht, wenn, dann waren Fehler dafür ausschlaggebend oder eben Abstöße von Baumann, wie schon vorm 0:1. Eine gute Möglichkeit nach Torwartball von Baumann, diesmal allerdings nicht der Treffer. Adam Scholloi letztendlich derjenige, der den Ball vergibt, Doppelchance, allerdings nicht der Führungstreffer. Hoffenheim wurde jetzt tendenziell etwas stärker. Florian Grillitsch schlägt den Ball nach außen. Pavel Kaderabek aus spitzem Winkel versucht das da. Allerdings wäre auch sonst Radetzky sicherlich zur Stelle gewesen, der sich gegen Bremen in der 79. Minute ein ziemliches Ei ins Nest gelegt hat. Allerdings sonst in dieser Saison einen wunderbaren Rückhalt darstellt. Hier muss er gegen Grilic nicht eingreifen. Die Frage war, kam noch irgendein Team hier zum Führungstreffer? Frankfurt konnte aufgrund der tabellarischen Situation in diesem 1:1 sicherlich nicht sehr gut leben. Also kamen sie nochmal. Kevin Prince Boatengs Schuss wird allerdings abgewehrt. Frankfurt verpasst den Sprung wieder in Richtung Platz 3 oder Platz 4. Allerdings wahren sie den Abstand von 3 Punkten auf Hoffenheim und werden mit diesem 1:1 nicht komplett unzufrieden sein. Den 29. Spieltag beendeten am Montagabend um 20.30 Uhr RB Leipzig und Bayer 04 Leverkusen. Die Leipziger mit einem blauen Auge oder mit zwei sogar davon gekommen in Hannover mit 3:2 gerade so
als Sieger vom Platz. Das 3:3 wurde ja zurückgenommen durch den Videoassistenten. Schmeichelhaft also für sie. Leverkusen nach dem enttäuschenden 0:0 gegen Augsburger zu Hause. Hier in der Pflicht mal wieder etwas zu reißen. Die erste Möglichkeit allerdings gehörte den Gastgebern, die hier ganz gut reinstarteten. Emil Forsberg, der den Ball lange halten kann und nicht richtig attackiert wird. Im Zusammenspiel mit Augustin, dann bringt Forsberg den Ball zu Naby Keita. Erste Möglichkeit. Bernd Leno ist zur Stelle. Aus Spitzenwinkel muss er den Ball allerdings auch parieren. Hätte sonst allerdings gepasst. 20 Minuten jetzt gespielt. Bailey setzt sich im Kopfballduell durch. Charles Aranguiz sieht auf der linken Seite den eigentlich schlechter postierten Julian Brandt und Dominik Kohr mit der ersten Möglichkeit für die Gäste. Hätte da durchaus gefährlicher werden können. Volland wäre frei gewesen. Allerdings hatte Aranguiz für diesen nicht das Auge. Dann nach 40 Minuten allerdings ergab sich die Möglichkeit für Leverkusen nach Foul von Konaté. Wir schauen nochmal genau drauf. Sehr schmeichelhafte Entscheidung. Kevin Volland, nein, Dominik Kohr ist es, der da gefoult wird. Dickes Fragezeichen hinter Wendell, war es egal, der Videoassistent griff nicht ein. 0-1, 40. Spielminute, drittes Saisontor für den linken Verteidiger und die schmeichelhafte Führung für Bayer 04. Zwischen diesen beiden Teams geht es ja wirklich noch um einiges im Kampf um die Champions League Qualifikation. Hier wurden also an diesem Abend Big Points vergeben über weite Strecken. Sah man das in dieser Partie nicht. Und Leipzig mit ungewöhnlich vielen Fehlern. Und dann Kevin Volland hat den Ball auf dem Fuß, dribbelt alle aus, haut drauf und drin. Wahnsinn. 11. Saisontor für Kevin Volland, der Doppelschlag vor der Pause. Eigentlich waren alle von einem 0:0 zur Halbzeit ausgegangen. Und dann kam Leverkusen aus dem Nichts mit dem Doppelschlag eben daher. Konaté sieht wieder nicht gut aus. Hier kann man diesmal den Fehler dem Innenverteidiger sicher zuschreiben. Volland hat Glück, dass der Ball von der Latte in den Kasten geht. Orban kommt zu spät. Für Gulaschi ist da mal gar nichts zu halten. Im zweiten Durchgang dann Leipzig bemüht. Allerdings taten sie sich schwer, da Möglichkeiten herauszuspielen gegen Leverkusener, die auch nicht gerade vor Selbstbewusstsein strotzten. Timo Werner allerdings direkt mit dem Ball in die Arme von Bernd Leno. Und dann kamen die Gäste wieder nach vorne. Kai Havertz, genialer Ball auf Karim Bellerabi, der den Ball zu einfach an Bernardo vorbei bekommt, den Ball zu Bailey rüberlegt. 0:3, 58. Spielminute. Die Partie schien entschieden nach nicht mal gespielten 60 Minuten. Die Leipziger Fans waren damit natürlich alles andere als zufrieden. Das sind wichtige Punkte, die sie hier liegen lassen. Und damit würde Leipzig mit 46 Punkten dastehen und Leverkusen eben mit 2 Punkten mehr mit 48 auf Tabellenplatz 4. Allerdings kam Leipzig fast noch zum Ehren- oder Anstoßtreffer. Sie hatten ja noch genug Zeit, 25 Minuten, keine undenkbare Aufgabe. Allerdings in dieser Verfassung an diesem heutigen Tage sprach da relativ wenig für. 10 Minuten jetzt noch zu gehen. Leverkusen hätte noch die Möglichkeit gehabt zu erhöhen. Charles Aranguiz allerdings die letzte Möglichkeit deutlich vorbei. Leipzig lässt sich von Leverkusen abschießen. 0:3 verlieren sie, wie auch immer das zustande gekommen ist. Leverkusen wird sich selber darüber Gedanken machen müssen. Nichtsdestotrotz, Gewinn ist Gewinn. 3 Punkte auf dem Konto der Gäste. So, und hier seht ihr nochmal alle Ergebnisse und Tipps meinerseits in der Übersicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Ansonsten viel Spaß mit der Bundesliga und tippt natürlich wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich freuen. Wir sehen uns, bis dann und ciao.